أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، liebe Geschwister in Islam, die sich heute hier zum Festgebet getroffen haben. Allah Azza wa Jalla sagt in Quran al-Karim, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةِ, damit sie diese Zahlen vollenden. Und Ramadan-Zahl waren 30 und Allah Azza wa Jalla hat uns dieses Jahr 29 Tage fasten lassen, aber die Belohnung gegeben, als hätten wir 30 Tage gefastet. Und dann er sagt, وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Und wir haben die ganze Zeit, bis das Gebet hier angefangen hat, seit gestern Abend, seit Maghrib-Gebet, wir haben gesagt, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Aber in diesem Vers, wir haben eine Sache nicht verstanden. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ, ihr sollt Allah mit Takbir aussprechen. Warum? عَلَى مَا هَدَاكُمْ, dass er euch recht geleitet hat, das sollst du verstehen. Wenn du sagst, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hast du die Größe von Allahu Akbar verstanden, die Dimension von Allahu Akbar verstanden, was von dir verlangt ist, o Muslim, dieses Wort auszusprechen. Was beinhaltet Allahu Akbar? Allahu Akbar bedeutet, dass du sagst, Allah ist der Größte in jeder Sache. Er hat keinen Teilhaber, nichts Gleiches noch Vergleichbares. Allah Azza wa Jalla ist einzig allein, der die Anbetung würdig hat und der nur einzig allein angebetet wird. Niemand darf neben Allah Azza wa Jalla angebetet werden. Weder ein naher Engel zu Allah Azza wa Jalla, noch ein Gesandter von den Propheten. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, verstehe, was bedeutet Allahu Akbar. Jetzt, 2 Meter unter euren Füßen, liegen Menschen in ihren Friedhöfen und sie wünschen, dass sie auf euren Plätzen wären. Sie wünschen, dass sie Gelegenheit hätten, jetzt zu Allah Azza wa Jalla zu dienen und nicht in der Situation zu sein, im Grab zu sein, wo die Strafe gewaltig ist, wo sie nicht mehr ändern können ihre Situation. Deswegen, diese Ramadan war eine Schule. War eine Schule, dass wir wach werden, dass wir verstehen, was bedeutet Allahu Akbar. Dann am Ende er sagt, وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, damit ihr dankbar seid. Dankbar, dass Allah euch recht geleitet hat. Ihr wart in Finsternissen. Die Menschen beten Menschen an, Gegenstände an, Kreuz an, Tiere an und ihr betet den wahren, anbetungswürdigen, dem Schöpfer. Sagt alayhi salatu wassalam in Hadith Bukhari, Allah hat immer existiert und es gab nichts, als Allah war. Nichts war, als Allah existierte. Allah existierte immer. Das bedeutet, diese Himmel, diese Planeten, diese Sterne, die Malaike, die Djinn, die Menschen, die Berge, die Tiere, nichts hat existiert. Und Allah Azza wa Jalla hat existiert und er hatte immer seine schönsten Namen, Esmaullah al-Husna. Und er hatte die vollständigen Eigenschaften. Er war immer Khaliq, er war immer Schöpfer. Er hat diese Eigenschaften später bekommen. Allah Azza wa Jalla, wann er möchte, wie er möchte, wann er möchte, er kann erschaffen, wie er möchte. Und er hat jedem die Namen gegeben. Er hat Geschöpfe erschaffen aus Licht und hat ihnen Namen gegeben, Malaike, die weder schlafen, noch essen, noch sich heiraten, noch dass sie sündigen, sind vollständig an Allah Azza wa Jalla gegeben. Allah Azza wa Jalla hat aus Feuer Geschöpfe erschaffen. Aus Feuer. Zeig mir, wer kann aus Feuer was erschaffen. Allah Azza wa Jalla hat die Djinn aus dem schwarzen Rauch vom Feuer erschaffen, um die Macht zu zeigen, dass er zeigt, ihr seid alle vorübergehend existierende Geschöpfe von mir, aber ich bin der Khaliq, der immer existieren wird. Allah Azza wa Jalla hat den Menschen aus Schlamm erschaffen,
heutige Wissenschaft hat bewiesen, wenn du schaust in Schlamm, was er beinhaltet von Elemente, sind 100% identisch mit den Elementen, was der Mensch hat. Sauerstoff hat auch das Schlamm. Phosphor, alles was im Körper ist von Elementen, ist vorhanden, 1:1 identisch. Um zu zeigen, Allah ist zu allem fähig. Und Allah weiß Bescheid, was ihr tut. Deswegen, wenn ihr sagt, Allahu Akbar, das muss vom Herzen kommen. Das muss mit Überzeugung kommen. Das muss mit Wissen kommen. Das muss mit ehrlich von der Zunge kommen. Nicht, dass du hier sagst heute, Allahu Akbar, und draußen du sagst, Shaitan ist größer, mein Nefs ist größer, mein Chef ist größer, meine Gelüste sind größer, nicht, dass du dich verirrst. Deswegen, la'allakum tashkurun, damit ihr dafür dankbar seid. Wir danken Allah Azza wa Jalla, dass er uns die Möglichkeit gegeben hat, Reue zu machen. Alhamdulillah, von Anfang bis Ende gehört das Lob Allah Azza wa Jalla, dass er uns ermöglicht hat, dass wir dürfen für unsere Fehler, Missetaten, für die Sünden bei ihm um Vergebung zu bitten. 30 Tage und Nächte. Jede Nacht hat Allah Azza wa Jalla die Bewohner von Höllenfeuer, von Gläubigen, die diese Tage und Nächte richtig in Gehorsamkeit ausgenutzt haben, hat ihre Sünden getilgt. Allah Azza wa Jalla hat uns Gelegenheit gegeben und dafür danken wir ihm von Anfang bis Ende. Und das größte Dank ist an Allah Azza wa Jalla, dass wir durften A'malu Saliha machen. Wir haben gefastet, wir haben gebetet, wir haben Essen verteilt, wir haben Essen gekocht, wir haben gespendet, sogar in Syrien für ein Waisenhaus haben wir mit unterstützt, dass es aufgehen soll. All diese Möglichkeiten hat Allah Azza wa Jalla euch erleichtert. Ihr habt Zakatul Fitr bezahlt, wo ihr euch bereinigt habt von den Fehlern im Ramadan während des Fastens. Liebe Geschwister in Islam, Allah hat euch heute Gelegenheit gegeben, dass ihr eure gebrochenen Herzen untereinander reinigen könnt, dass du deinem Bruder vergibst, ihm umarmst und das, was in Vergangenheit passiert ist, vergesst du für Allah Azza wa Jalla und erwartest die Belohnung bei Allah Azza wa Jalla. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, heute ist dieser Tag der Festtag der Muslime. Für wem ist Festtag? Nicht, dass jemand hier gekommen ist und er war ein Jahr nicht hier, ein Jahr nicht gebetet, ein Jahr nicht gefastet, weder Ramadan hat er sich versucht zu verbessern. Das ist nicht sein Festtag. Festtag ist heute für diejenigen, die mit Iman und mit Geduld und Ehrlichkeit standfest diese Religion verteidigt haben, weitergelebt haben, versucht zu haben, Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Das heißt, heute ist der Festtag von den Leuten, von den Brüdern und Schwestern, die versucht haben, ihre Beziehung zu Allah Azza wa Jalla zu korrigieren, die mit Allah Azza wa Jalla in Frieden eingegangen sind. Heute ist das Festtag für die Leute, die ihre Mitgeschwister gedacht haben und für sie gespendet haben, bis zum Zakatul Fitr ihnen geholfen haben und jede mögliche Gelegenheit ihren Geschwistern erleichtert haben, hier zu essen, hier zu Ibadah zu machen, zu unterstützen. Für diese Leute ist das Festtag, liebe Geschwister. Wo wir Leute, die in Not waren, Leute, die arm sind, Leute, die aussichtslos waren in ihrem Zustand, denen geholfen worden ist, diesen Leuten ist es Festtag, liebe Geschwister. Deswegen, heute ist der Festtag von den Leuten, die versucht haben, die Muslime zusammenzuhalten und sie nicht zu spalten, Muslime zu einen, Muslime zu stärken, Muslime einen Körper zu halten und nicht erlaubt haben, private Interessen über den Islam zu bringen. Wegen Aussehen, wegen anderer Meinung haben sie nicht erlaubt, sich zu spalten. Diese Leute sollen feiern, liebe Geschwister, denn das ist ihre Festtag. Und das Schönste ist, liebe Geschwister, wir haben alle Sünden, wir haben alle Fehler gehabt, aber wir haben nicht unsere Hoffnung verloren. Wir haben Ramadan gesehen als eine Gelegenheit der Vergebung. Denn Allah hat diesen Monat als Monat der Barmherzigkeit, Monat der Vergebung, Monat, wo die Tore des Paradieses geöffnet sind und die Tore der Höllenfeuer geschlossen sind. Wir haben das als Gelegenheit gesehen. Deswegen haben die Brüder und Schwestern
alles getan und versucht, diese Tage und Nächte auszunutzen und daraus zu profitieren, um Allahs Wohlgefallen zu erreichen. Für sie ist das Fest, liebe Geschwister. Fest bedeutet, dass diese Leute wurde ihnen vergeben. Wir feiern jetzt, weil wir hoffen von Allah Azza wa Jalla, wer Allah gehorcht hat und dem Gesandten gefolgt hat und so Allah angebetet hat, wie der Gesandte alayhi salatu wa salam, für sie ist heute der Festtag. Für sie ist diese Freude. Deswegen, liebe Geschwister, das ist dieser wahre Sieg, der wahre Erfolg. Wenn dir gefragt wird, was ist dein Erfolg heute, oh ihr Muslime? Ich war gestern noch mit meiner Frau beim Einkaufen, ist eine deutsche Frau Kassiererin, hat mich angesprochen, hat gesagt, seid ihr Muslime, wie ist Islam? Und hat angefangen, die ganze Reihe steht und sie fragt mir über Islam, über das Fasten. Warum wir fasten, was das Ziel ist, wo der Sieg ist. Deswegen, liebe Geschwister, heute ist der Sieger, der das Festgebet gebetet hat. Und Allah hat schon seinen Engel gesagt, kündigt diesem Diener an, ihm ist vergeben. Er darf von Babur Rayyan, von dem Tor des Fastenden eintreten. Ihm wurde vergeben, liebe Geschwister. Und das ist das erwartete wahre Erfolg. Liebe Geschwister in Islam, heute möchten wir uns angenehm empfangen. Wir wollen keine bösen Gesichter zeigen. Heute wir wollen lächeln. Denn heute Freude schenken ist wichtig. Sogar ist Ibadah. Dass du den Leuten deine Lächeln schenkst und ihnen Freude gibst, ist sogar eine Anbetung zu Allah Azza wa Jalla. Heute beweisen wir, liebe Geschwister, und ist diese, durch dieses Festgebet jetzt bewiesen worden, dass Hass und Feindseligkeit verloren hat. Warum? Weil wir sind Brüder geblieben und wir vergeben uns für Allah Azza wa Jalla und wir lieben uns für Allah Azza wa Jalla und wir wünschen uns allen das Beste in diesseits und im Jenseits. Keiner ist von euch ein wahrer Gläubiger, solange er das nicht liebt für sich selbst, was er liebt, auch für seinen Bruder nicht wünscht. Das alles, was du für dich willst, sollst du auch für deine Geschwister wünschen. Deswegen, liebe Geschwister in Islam, heute ist unsere große Freude. Warum? Weil wir haben gesagt, Unglauben und Undankbarkeit hat verloren. Heute hat wer gewonnen? Der gläubig war und dankbar zu Allah Azza wa Jalla war und seine Taten ausgeführt hat, ohne Langeweile zu bekommen, mit voller Überzeugung, mit Liebe, mit Wissen, mit Ehrlichkeit. Diese Leute haben, liebe Geschwister, heute ihr Ziel erreicht. Deswegen, liebe Geschwister, verbreitet Freude von Haus zu Haus. Verbreitet Freude von Stadt zu Stadt. Verbreitet Freude von Land zu Land. Sogar von Kontinent zu Kontinent. Aber ich verstehe, wenn ein Muslim sagt, ich kann mich nicht richtig freuen. Wie kann ich mich richtig freuen? Und Masjid al-Aqsa ist besetzt. Und die Muslime sind dort gefangen. Offene Gefängnis. Wie kann ich richtig freuen? Und die Muslime in Syrien leiden, die Muslime in Irak leiden, die Ahl-Sunna leidet überall auf der Welt. Wie kann ich freuen und feiern und meine Geschwister in Burma werden auf dem Markt für 1000 Dollar ihre Kinder verkauft. Wie kann ich freuen und meine Geschwister in Somalien sterben vor Hunger und Dürre. Wie kann ich freuen und meine Geschwister in anderen Orten der Welt leben nicht in Sicherheit. Leben nicht diese Freude, was wir gerade erleben können. Deswegen, liebe Geschwister, unsere Dua soll für diese Leute sein. Möge Allah Azza wa Jalla jedem Muslim, der in Not ist in der Welt, ihm das Erfolg geben, die Sicherheit geben, die Garantie geben, dass er seine Ibadah ohne Ängste, ohne Fürchte machen kann. Möge Allah Azza wa Jalla so schnell wie möglich, ohne Verspätung, den Muslimen den Sieg geben. Egal wo die sind. Egal wo sie leben, dass Allah Azza wa Jalla die Feinde der Muslime vernichtet, die Feinde der Muslime in ihren eigenen Fallen, was sie aufgestellt haben, hineinfallen lassen. Und dass die Muslime die Oberhand gewinnen und dass die Muslime einheitlich bleiben, gehorsam zu Allah Azza wa Jalla und seinem Gesandten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister in Islam, mein Ruf ist an die Schwestern, denn der alaihi salatu wassalam, wenn er das Festtag Khutbah gehalten hat, er hat sich speziell auch an die Schwester gewendet. So ist unsere Aufgabe, die Schwestern zu erinnern. Denn die Schwester
hat es viel, viel einfacher, als der Mann ins Paradies zu kommen. Der Prophet a.s. sagt, die Frau, wenn sie betet und ihre Ramadan fastet, ihre Keuschheit, Schamgefühle schützt und ihren Ehemann gehorcht, darf sie eintreten in Paradies, wie sie möchte. Aber die meisten Bewohner werden von der Hölle Frauen sein. Warum? Weil sie viel fluchen, weil sie viel beschimpfen und weil sie schnell die Gutmütigkeit des Ehemanns vergessen. Deswegen, Schwester, verpasse nicht diese große Taten, was du gemacht hast, mit deiner Zunge, mit deinem Benehmen, was du undankbar bist gegenüber deinem Mann. Liebe deinen Mann, gehorche deinen Mann und halte dich an deinen Mann fest, solange er nach Koran und Sunna lebt und nicht nach Sünden ruft. Die Frau ist in Islam gesichert. Die Frau hat jedes Recht in Islam bekommen. Allah Azza wa Jalla hat der Frau die gleiche Belohnung gegeben wie die Männer. Das heißt, die Frauen sind niemals in Islam benachteiligt. Sogar sie haben einen Vorteil. Wenn sie schwanger ist und stirbt, ist sie sogar Märtyrerin. Weil sie zu Hause ihren Mann gewartet hat, kriegt sie die gleiche Belohnung, wie der Mann draußen gebetet hat. Weil sie ihren Haus geschützt hat, Allah gibt ihr das gleiche Belohnung, was der Mann draußen tagelang sich bemüht hat. In der Hitze, in der Erschwernis, sie kriegt die gleiche Belohnung. Deswegen, Allah hat die Frau nicht getrennt. Und Allah Azza wa Jalla hat Adam a.s. nicht von der Paradies rausgeworfen wegen der Frau. Das stimmt nicht, weil es gibt einige Unwissende, die sagen, Adam a.s. wurde von Jannah rausgeworfen, als sie an den Baum nahe kommen, weil die Frau Hawa, unsere Mutter, das gesagt hat. Und das stimmt nicht. Allah hat dort die Reue von, wie heißt das, von Adam verlangt. Und Allah hat gesagt, warum hast du ja Adam zum dem Baum genährt und hat ihn getadelt. Deswegen, liebe Geschwister, es ist falsch, oh Brüder, dass ihr die Frau als Teufel anschaut. Es gibt Menschen, der sagt, Frau hat kein Recht. Und das stimmt nicht, die Frauen haben Recht. Die Frau in Islam ist eine Königin. Sie hat so viele Rechte, dass sie wie eine Königin ist. Aber gleichzeitig ist sie die Bedienstete und die Helferin des Ehemannes und unterstützt ihren Ehemann in der guten Sache und in der Gottesfürchtigkeit. Deshalb, liebe Geschwister in Islam, redet mit euren Frauen, erklärt ihnen den Islam, denn unsere Frauen bilden unsere Kinder aus. Und wenn unsere Frauen den Islam nicht verstanden haben, so entsteht eine Gesellschaft, Muslimen, die unwissend sind, die ihren Kindern nicht den Islam geben können. Und dann der Feind hat es leichter, uns zu vernichten, kann uns leichter unsere Moscheen zumachen, kann leichter unsere Gemeinschaft spalten. Damit das nicht passiert, haben die Frauen eine gewaltige Aufgabe im Islam. Und diese Aufgabe als Belohnung, sagt alayhi salatu wassalam, diese Frau in Dunya, die Gläubige, die gefastet hat, gebetet hat, ihren Ehemann gehorcht hat, sie wird hübscher und schöner sein als Hurul Ain, als das Paradiesfrau. Die werden schöner sein. Warum? Weil sie hat gefastet. Hurul Ain hat nicht gefastet. Sie hat gebetet, aber Hurul Ain hat nicht einmal gebetet. Sie hat Koran gelesen, sie hat ihren Ehemann gehorcht. Deswegen sagt alayhi salatu wassalam, wenn die Frau gläubig ist und ihrem Ehemann treu bleibt und ihn nicht schadet, so wird diese Frau hübscher sein und besser sein als die Hurul Ain. Und Hurul Ain sind Radiat. Jeder Mann ist mit Hurul Ain zufrieden. Das sind Na'imat. Das sind die besten Gaben, was man im Paradies bekommen kann von Freude. Und das sind Khalidat, ewige Frauen, die niemals alt werden, die niemals dir enttäuschen werden und die ewig mit dir dich begleiten werden und dir eine Gesellschaft leisten werden. Deswegen, oh Schwester, verpasse das nicht durch deine Zunge, durch deine Rede, was du vielleicht nicht in deinem Herzen beabsichtigt hast. Denn Allah Azza wa Jalla nimmt jedes Wort ernst. Bei Allah ist jedes Wort groß. Entweder wirst du dafür belohnt oder du wirst dafür bestraft. Dann wieder, liebe Geschwister, ab heute ist der erste Schawal. Erster Tag zu fasten ist verboten. Für alle Muslime ist heute Fasten verboten. Wer noch fastet, soll sofort sein Fasten brechen. Es reicht schon mit Absicht, wenn er das
beabsichtigt, das ist schon sein Fasten ungültig. Und das andere Sache, ab morgen, er kann 6 Tage lang fasten. Wer 6 Tage in Shawwal fastet, sagt alayhi salatu wassalam, so hat er Ramadan 30 gefastet und 6 Tage danach Shawwal, so wird ihm ein Lohn gegeben, als hätte er das ganze Jahr 360 Tage lang gefastet. Und das muss man nicht hintereinander fasten, sondern innerhalb dieser kommenden 29 oder 30 Tagen kann man das fasten. Dann wieder, liebe Geschwister, ich möchte mich herzlich bei allen Brüdern bedanken, die von Anfang an dieser Moschee geholfen haben, dass die Brüder und die Schwestern leicht haben, das Ramadan zu empfangen, ihre Ibadet zu machen. Das sind die wahren Helden von dieser Moschee, die euch heute mit Allahs Hilfe angenehm gemacht haben, dass ihr eure Ibadet auch hier weiterführen könnt. Möge Allah Azza wa Jalla uns die Wahrheit zeigen und die Wahrheit folgen lassen. Möge Allah Azza wa Jalla unsere Taten annehmen, die wir in Ramadan gemacht haben. Möge Allah Azza wa Jalla uns zum Sieg bringen, uns Freude schenken im Diesseits und im Jenseits. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adhill ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طول